So, hier gibt's die nächste Hauptquest. Ehre und Treue heißt sie. In der Sequenz 4 sind wir. Es kann losgehen. Shay. Ein gern gesehener Gast. Jack? Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki Fort Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Wartet hier, falls Johnson kommt, ich schütze den Colonel. Danke. Vielleicht kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Ich dachte jetzt gerade, dass vielleicht kam, ich schütze den Colonel. Vielleicht. Also unbeschadet bleiben steht ja als optionales Missionsziel. Ei. Da geht mein Lachen komme gleich weg. Zu spät. Oh Gott. Monroe ausfindig machen sollen wir? Wenn unbeschadet bleiben steht, also ich beweg mich mal vorsichtig. Der KV-Meter ist schon wieder hier am Anschlag. Ich glaube, wir müssen hier von Baum zu Baum eher mehr. So sehen wir wirklich die bösen Buben sofort. Man hört hier jetzt die ganze Zeit was flüstern. Das sind ja diese Schleicher, glaube ich, ne? Ja, hier. Das sind ja diese Schleicher und die kotzen mich so richtig an. Und das wird wahrscheinlich auch der Trick sein. Ach, das wird wahrscheinlich auch sein, wieso es steht unbeschadet bleiben. Weil es hier wahrscheinlich keine richtigen Wachen gibt, sondern diese komischen, die sich hier so einfach anschleichen. Also hier muss man wirklich... Ach, ich weiß nicht, das Feature gefällt mir eigentlich nicht. Das ist so ein Feature, was mir nicht gefällt. Weil, wenn man nicht aufpasst jetzt, kriegt man wirklich so richtig eins auf die Mütze. Da ist zum Beispiel wieder einer. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich den so kalt machen kann. Einfach mal kalt gemacht. Schön einfach mal weggeschossen. Ja, ich möchte ja natürlich unbeschadet bleiben, ne? Ist ja ganz klar. So. Wir sind fast da bei Monroe, aber wir müssen trotzdem noch aufpassen. Ich weiß nicht, wo hier noch gleich einer kommt. Kann überall lauern. Zeitdruck haben wir jetzt auch nicht. Also holen wir uns erstmal den Schatz. So, unbeschadet bleiben haben wir jetzt geschafft. Und wir sollen ihn retten. Also jetzt geht's los. Ich glaube, hier ist es natürlich ein bisschen schwierig, das unbeschadet bleiben. Obwohl es wahrscheinlich machbar wäre irgendwie. Aber ich kann hier gar nichts angreifen. Achso, die hier. Das sind die Feinde. Okay, die Orangen sind jetzt hier die Feinde. Ich muss mich echt noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ah ja, siehst du, und schon haben wir Schaden. Das ist der letzte. Ja. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Hui. So, schauen wir nochmal. Vielleicht hat sich wieder ein optionales Ziel hier eingeschlichen. Also bis jetzt nicht. Darf ich fragen, was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Wer wieso steht er da oben? Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose... Die wollen uns doch wieder angreifen. Nein, sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Ja, ja. Was die Treue betrifft... Nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr habt mein Leben gerettet. Gabt mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen.
In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Ich hab grad so wieder so ein Adlerfiepen gehört. Jetzt kommen wieder die Assassinen! Du lebst? Das ist aber eine freudige Begrüßung. Entdeckung! So, mal gucken. Vielleicht haben wir wieder ein optionales Ziel. Das, was ich aus Versehen nicht sehe. Bleib zusammen, Männer! So, wir schauen nochmal rein. Bis jetzt steht ja noch gar nichts. Monroe verteidigen. Kriegen wir ja hin. Hoffentlich. Ja, irgendwie. Ich hätte wahrscheinlich Gasmaske machen sollen. Er hat sich gerade so ein bisschen blöd getan hier. Also hier mit Gas spielen hier wirklich sehr gerne rum. Also wir müssen wirklich jetzt mal die Gasmaske anziehen, weil es bringt ja gar nichts. Machen einen Furz nach den anderen. Die Kollegen hier. Gut, Colonel. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also gut, wir werden langsam voranschreiten. Dachte mir schon, dass wir hier irgendwann hoch müssen. Assassin's Creed Black Flag bin ich jetzt gerade und Assassin's Creed Valhalla. Ah, okay. So. Ah, wie komme ich hier hoch? Wird schwer. Ups. Ich wollte ja nochmal schnell zum Aussichtspunkt. Nein! Die Steuerung macht mich fertig. Komm hoch. Meine Fresse, ey. Wenn wir schon so nah an den Aussichtspunkt sind, dann holen wir den auch. Selbstverständlich. Wäre dumm, wenn man das jetzt nicht machen würde. So, hier gibt es also lauter Feinde, die wir jetzt irgendwie kalt machen müssen. Können ja meinetwegen hier alle töten oder so. Keine Ahnung, vielleicht gab es ja auch was. Nicht entdecken lassen. Ahaha. Sehe ich auch gerade jetzt erst. Nicht entdecken lassen. Das ist so witzig wieder von euch. Was haben wir denn noch so? So, okay. Also wir haben hier ein paar Leutchen, haben wir schon irgendwie aufgehetzt. Ein bisschen noch zu weit weg hier. Aber ja, die machen sich Gegenseitigkeit, das ist schon mal sehr gut. Der schafft's irgendwie nicht. Schieß sie weg. Genau. Geil, oder? Also das mit dem Berserker fetzt doch. Machen sich schön Gegenseitigkeit. Habe ich jetzt mich entdecken lassen? Ja. Ach, das ist doch doof. Nochmal letzten Checkpoint laden. Okay, also vom Berserker dürfen wir uns auch nicht entdecken lassen. Ja, natürlich. Natürlich entdeckt er, also sobald die keine Feinde mehr haben, entdecken die einen. Das ist halt so ein bisschen so der Nachteil, ne? Müssen wir irgendwie austarieren hier. Also an sich war das ja schon mal nicht schlecht, fand ich. Ja, die machen sich hier irgendwie gegenseitig kalt. Das finde ich sehr amüsant. Ich weiß gar nicht, haben wir hier Zeitdruck eigentlich? Weil dann würde ich mir nämlich jetzt sehr, sehr viel Zeit lassen. Weil, wie gesagt, wenn die Berserker einen noch nicht entdecken, ne, dann dürfte das ja eigentlich klar gehen. Oder entdeckt er jetzt uns gleich? Nee, ne? Weil wir sind ja ziemlich weit oben jetzt. Wäre ein bisschen komisch, wenn er jetzt uns entdecken würde. Aber ja, möglich wär's. So, der ist weg.
wird ja auch immer wieder ein bisschen geflüstert. Also hier ist auch wieder solche Schleicher in der Gegend. Gehen wir mal ein bisschen aus diesem Sichtfeld. Der Schleicher hat ihn getötet. Der rennt rum wie Falschgeld, der Freund hier. Ja, es ist nicht so einfach, merke ich gerade. Weil wenn hier mit Schleichern noch rumgespielt wird. Hier ist irgendein Schleicher. Scheiße. Wie machen wir denn den kalt jetzt? So. Gehen wir mal zu denen. Eigentlich durften die ja uns nie entdecken hier, weil wir sind ja voll die sneaky Menschen, die da ganz pervers hinter ihren Busch hocken. So. Ja, komm, lad nach. Machst du kalt. Das ist ein emotionaler, ein Action-Kampf hier. Der wartet jetzt, bis er stirbt, weil das ist der Vorteil an Berserker-Pfeilen, dass die dann irgendwann sterben. Beziehungsweise, die sind ja, die sind auf jeden Fall tot, glaube ich. Ne? Die sind nicht benebelt. Die sind weg vom Fenster. Das ist schon wirklich, das kann auf jeden Fall ein guter Vorteil sein. Aber jetzt haben wir keine Berserker-Pfeile mehr. Also, die Geschichte mit Berserkern ist jetzt auserzählt. Aber wir haben nur noch zwei. Durften wir also irgendwie noch hinkriegen. Hätten wir wahrscheinlich auch ein bisschen Leichen plündern müssen. So, laden wir mal vorsichtshalber nach. Also wir haben noch einen hier irgendwo oben. Jetzt hätte man die Leiche plündern können. Egal, wir gehen hoch. Irgendwo hier ist er. Hier können wir plündern. So, ich riskiere jetzt nichts. Ich mache einfach einen Kopfschuss. So, und damit haben wir auch das zweite optionale Ziel schon geschafft. Ja, wenn man halt natürlich ein bisschen gemütlicher macht. Man hat ja keinen Zeitdruck. Also kann man wirklich ganz gemütlich mit diversen Techniken und Sachen hier ausprobieren. Ich habe es jetzt mit dem Berserker-Fein gemacht. So, schnell. Wir sollen weiter Kisego eskortieren. Lässt nicht locker. Kisego was? Ihr kennt den neuen Master. Ja, was ist denn jetzt hier? Hi, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Eine Assassine. Warum kämpfen die jetzt gegen den George? Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Ich kann auch nicht gegen die kämpfen jetzt, ne? Ich bin kein Narrkörnel. Die Assassinen werden mich jagen. Das scheint ein Bug zu sein. Weil die eigenen Männer gegen den kämpfen, ist natürlich Schwachsinn. Und ich kann die auch nicht angreifen. Ich weiß nicht, wie man jetzt hier rauskommt. Ich gehe einfach mal geradeaus. Vielleicht besinnen die sich, dass sie doch Freunde sind. Ne, Entfernung zum Ziel verringern. Na, das ist doch doof jetzt. Das ist jetzt doof, weil wenn die jetzt nämlich unendlich Leben haben, werden die nie Freunde werden. Vielleicht kann ich das irgendwie auflösen, indem ich eine Rauchbombe entzünde. Dass ihr alle wieder ein bisschen normaler werdet. Schnuppert Gas! Nee. Die greifen weiter an. Ja, und ich befürchte jetzt, ist einfach eine unendliche Abfolge von Angriff. Weil er kommt ja jetzt nicht mit. Er kommt ja jetzt nicht mit. Und ich kann jetzt einfach auch nicht jetzt weggehen, ne? Also wir können ja jetzt nur versuchen, also das ist, so wie es aussieht, ein Bug.
Wir können jetzt nur versuchen, den letzten Checkpoint zu laden. Es tut mir leid, aber... Ja, leider Gottes gibt es ja auch bei den alten Spielen immer noch ein paar Bugs. Und das war so eins. So, und jetzt sind sie wieder ganz vernünftig. Hi, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Völlig krank, oder? Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr, Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. Ihr wisst, das ist eine Falle, stimmt's? In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl. Die Franzosen haben wir überlebt. Das schaffen wir auch. Hm. Und jetzt rennen die plötzlich, ne? Jetzt haben sie die Rennsemmel an. Hier oben. Ja, eine Falle, eindeutig. Die zielen schon so dämlich auf uns. Oh. So schnell konnte ich gar nicht schießen. Ah! Was ist denn hier? Seit wann hockst du hinter mir, du Perversling? Kriegst gleich eins auf die... Auf den Sack kriegst du. Oh, scheiße. Ich glaube, wir müssen erreichen. Ha. Okay, also das war jetzt mit Zeitlimits. Wusste ich jetzt auch nicht. Und, dass die so stark sind und auch schießen. Das ist natürlich, wenn man zum ersten Mal sieht, etwas überraschend tatsächlich. Ach, jetzt schreit er auch, lauf, lauf. Hat er das vor uns auch gemacht? Ja, dann würde ich auch laufen. Achso, wir sollen trotzdem noch bei den Verbündeten bleiben und laufen. Alles klar. Du Hund, lass mich in Frieden. Mit deinen Karatengriffen. Also ehrlich. So. Ihr hört den Captain, Leute. Hauen wir von hier ab. Bewegung, Bewegung. Ihr habt mich gerettet, Master Cormac. Und ihr mich, Colonel. Es gibt viel zu bereden. Doch ich muss zu meinen Soldaten. Sir, ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Willkommen auf mein Schiff. Und wir haben die zwei optionalen Ziele geschafft. So unbeschadet bleiben. Ja, da muss man auf die Schleicher aufpassen. Habt ihr ja festgestellt. Am besten immer so ein bisschen mit Adlerauge und die schon ein bisschen von Weitem vielleicht kalt machen, weil so von Nahen ist es ein bisschen riskant. Und dann nicht entdecken lassen, als man diese neuen Scharfschützen da kalt macht. Ja, auch damit Berserker fallen und arbeiten und ja, ruhig Zeit lassen, dann passt das auch. Damit hat man 100% geschafft. So sieht's aus.